Ich freue mich, Sie wieder auf dem richtigen Wahlkanal begrüßen zu dürfen. In diesem Video werde ich über das Philips-Fernseher aus der 8108-Serie sprechen. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt ist es an der Zeit, loszulegen. Das Gehäuse des Fernsehers ist in der Farbe Rahmen aus mattem Chrom gestaltet. Zusammen mit dem Standfuß beträgt die Abmessung 145 cm in der Breite, 90,5 cm in der Höhe und 30 cm in der Tiefe. Das Gewicht beträgt 20,6 kg. Es ist auch eine Wandmontage vorgesehen. Dafür benötigen Sie eine Halterung nach WESA-Standard mit den Maßen 300 x 300 mm. Flacher Fernseher, bereit für die Zukunft. Der nahezu rahmenlose Bildschirm dieses Ambilight TVs passt zu praktisch jedem Einrichtungsstil, wobei der schlanke dunkelgraue Standfuß die perfekte Höhe für eine zusätzliche Soundbar bietet. Der Fernseher ist mit einem 4K-Display mit einer Diagonale von 65 Zoll und einer Bildwiederholfrequenz von 50-60 Hertz ausgestattet. Die maximale Farbtiefe beträgt 10 Bit, 8 Bit plus FRC. Das Display verwendet eine Matrix mit VA-Technologie und hat eine Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Energieeffizienzklasse des Fernsehers ist F. Der durchschnittliche Energieverbrauch bei normalem Gebrauch beträgt 94 Kilowattstunden pro Jahr. Tauchen Sie ein in Ihre Lieblingsinhalte. Ambilight TV. Ambilight TVs sind die einzigen Fernseher mit einer LED-Beleuchtung hinter dem Bildschirm, die auf das reagiert, was Sie sich gerade ansehen und für faszinierende farbige Lichteffekte sorgt. Das verändert einfach alles. Ihr Fernseher wirkt größer und Sie können noch tiefer in Ihre Lieblingssendungen, Filme und Spiele eintauchen. Ultrascharfes Bild. Lebendiges Fernseherlebnis. Egal, was Sie sich ansehen, dieser 4K-LED-TV liefert Ihnen ein helles, gestochen scharfes Bild mit lebendigen Farben. Der Fernseher ist mit allen wichtigen HDR-Formaten kompatibel, sodass Sie beim Streamen von HDR-Inhalten mehr Details sehen, sogar in dunklen und hellen Bereichen. Der Fernseher ist mit zwei Lautsprechern mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt ausgestattet. Ein Heimkinosystem oder eine Soundbar können über den optischen Audioausgang oder mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen werden. Dolby Atmos. Mit Dolby Vision und Dolby Atmos sehen Filme, Serien und Games unglaublich aus. Erleben Sie das Bild wie vom Regisseur vorgesehen. Keine enttäuschenden Szenen, die zu dunkel sind, um etwas zu erkennen. Hören Sie jedes Wort klar und deutlich. Erleben Sie Soundeffekte hautnah. Der Fernseher läuft auf dem Betriebssystem New Philips Smart TV. Dieses System unterstützt viele Anwendungen und Streamingdienste zum Ansehen von Filmen und Serien. Toller Fernseher. Unkompliziert. Philips Smart TV. Mit neuen Smart TV finden Sie alles im Nu. Sie schauen gerne eine bestimmte Serie? Dann können Sie sie jetzt direkt vom Startbildschirm aus weiterschauen. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Neuem sind, können Sie Kategorien wie Action oder Drama durchsuchen und sich Vorschläge von den wichtigsten Streamingdiensten ansehen. Alles an einem Ort. Ideal für Gaming. VAA und geringe Eingangsverzögerung auf jeder Konsole. Mit HDMI 2.1 können Sie das Beste aus Ihrer Konsole herausholen, mit schnellem Gameplay und flüssiger Grafik. Mit VAA-Unterstützung und automatischer Aktivierung der geringen Eingangsverzögerung beim Einschalten der Konsole. Ich habe die Kundenrezensionen studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Gerät keinen eingebauten Chromecast. Der Fernseher ist langsam. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Ambilight ist einfach super schön. Die Bildqualität ist gut. Der Test für das Philips-Fernseher aus der 8108-Serie ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder.